Und während die Jungs einholen in die Hindernisrennen, sind die Sieger hier Moritz Peinlich, Egi Rhein-Dietz. Platz 2 für Azedine Budeljari und TV Stuttgart. Und Platz 3 für Jakob Heink, TSG 1845 Heilbronn. Und ich bitte zur Siegerehrung Astrid Leutert, Ronja Börer und Antonia Herr. So, wir fährt schon mal ein hier. Wir sind bei den Meisterschaften von Baden-Württemberg mit dabei. 2000 Meter Hindernis mit der 471. Maximilian Friedrich, er läuft natürlich nicht um eine Meisterschaft. Er ist hier für Österreich unterwegs. Bei den Männern, bei der Jugend. Und wir haben ja ein Meisterschaftsprogramm für die Jugendmeisterschaften in Wattenscheid. Die 2000 Hindernis auf der Branche natürlich. Der internationale bei den Juniorenweltmeisterschaften werden die 3000 Meter Hindernis. Sehr gut, Jungs! Wir befinden uns, liebe Zuschauer, die noch da geblieben seid, auf der Zielgeraden unserer Veranstaltung. Zwei Linienrekorde, ein eingestellter Linienrekord. Tolle Leistung, tolle Sport haben wir heute gesehen und drei Linienrekorde insgesamt. Und nach diesen Hindernisläufen, wir haben dann noch die 500 Meter Hindernis der weiblichen Jugend B, gibt es dann auch 300 Meter Läufe der Jugend. Und ich denke, das Wetter hat mitgespielt, die Organisation war super. Also ein tolles Meeting zum 30-Jährigen hier in Wieshausen. Und das einfach mal allen Verantwortlichen natürlich auch Dank gesagt für ihre Einsatzbereitschaft. Wenn wir am Ziel sind, dann noch zwei Runden für den 2000 Meter Hindernis in diesem B-Lauf. Wir schieben meine Siegerehrung ein. Schön, Christoph! Auf geht's, Stuttgart! Komm auf, Schüler, Lehrli! Siegerehrung bei 3000 Meter Hindernis der Frauen. Ich habe gerade hier gesprochen, vielleicht schnappen Sie dieses Jahr mit Zürich, das wären Ihre Meisterschaften. Sie kommt aus der Schweiz, Astrid Leutert, siegreich in 6 Minuten 33,19. Platz 2 für Ronja Börer, SCC Bad Solln-Allendorf. Und auf Platz 3 Antonia SV Mollbergen, 6 Minuten 41. Und es geht jetzt hier gleich in die letzte Runde. Mit dabei Janik Seelhöfer, SC Melle 03, ein U18-Athlet. Und wir haben ja gesagt, mit an der Führung beteiligt Maximilian Friedrich aus Österreich. So, letzte Runde jetzt.
4, 55. Auf geht's, Christoph, komm, auf! Komm, Lukas! Auf geht's, komm, Stoffel! Stuhl, auf geht's! So, wir können hier nochmal reinklatschen. Das letzte Mal kommen wir hier vorbei. Und mit der 107, das ist Janik Wielhöfer, SC Mellen 03. Er wird also etwa eine 6 Minuten 10 laufen am Ende. Vielleicht 6:05, wenn er jetzt noch beschleunigt. Janik Wielhöfer, SC Mellen 03. Er ist nicht in der baden-württembergischen, baden-württembergischen Meisterschaft dabei. Aber er könnte diesen Lauf nicht gewinnen, aber da kommt nochmal ein Endspurt von einem Läufer dahinter. Jetzt wird nochmal richtig gespürt, es wird nochmal ganz eng. 6 Minuten und da ist mal im Ziel 6:03. Also, nochmal schöner Endspurt am Ende, die letzten 200 Meter. Und auf, recht auf! Seelhöfer, SC, Melle, 0:03. Auf, recht auf! Gasgeber! Thank you.